Im letzten Video konnten Sie sehen, wie man bei DIN-Briefen in Word in der Fußzeile die Seitenangabe vornehmen kann. Das geht natürlich auch beim Programm Writer. Laden Sie sich hierzu zunächst die vorbereitete Vorlage unten in der Beschreibung herunter und öffnen diese im Anschluss. Klicken Sie unten auf der ersten Seite in die Fußzeile. Hier sehen Sie, dass diese Fußzeile mit der Seitenvorlage erste Seite formatiert wurde. Das können Sie auch über die Taste F11 im Bereich Seitenvorlagen nachschauen. Wollten Sie hier beispielsweise die Seitenvorlage Standard zuweisen, bräuchten Sie hier nur einen Doppelklick auf dieser Vorlage machen. Wir belassen aber die Seitenvorlage auf Fußzeile erste Seite. Setzen Sie den Cursor nun vor die Grußformel und drücken anschließend das Tastenkürzel STRG und RETURN. Dadurch haben Sie einen manuellen Seitenumbruch vorgenommen. Ihr Dokument hat nun zwei Seiten. In der Fußzeile können Sie sehen, dass hier auf der zweiten Seite die Seitenvorlage Standard eingestellt wurde. Setzen Sie diese Fußzeile rechtsbündig. Wechseln Sie zur ersten Fußzeile auf der ersten Seite und nehmen hier ebenfalls eine rechte Absatzausrichtung vor. Legen Sie nun einen sogenannten Bereich fest. Dafür klicken Sie auf Einfügen und danach auf Bereich. Vergeben Sie einen Namen für den Bereich. Hier im Beispiel hidden-page-one. Danach aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausblenden und geben etwas weiter unten folgende Bedingung ein. Page, Leerzeichen, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, Leerzeichen 1. Klicken Sie dann auf Einfügen, um den Dialog zu schließen. Jetzt fügen Sie auf der ersten Seite das Wort Seite gefolgt von einem Leerzeichen ein. Klicken Sie dann auf Einfügen, Feldbefehl, Seitennummer. Nach einem Leerzeichen geben Sie von ein und erzeugen nochmals ein Leerzeichen. Über Einfügen, Feldbefehl, Seitenanzahl fügen Sie die Gesamtseitenanzahl ein. Die gleichen Schritte führen Sie auch in der Fußzeile in der zweiten Seite durch. Für beide Texte in den Fußzeilen entfernen Sie nur noch die Auszeichnung Fett. Löschen Sie jetzt die zweite Seite. In der Fußzeile erscheint keine Angabe der Seitennummer bzw. der Seitenanzahl mehr. Haben Sie jedoch ein mehrseitiges Dokument, wird diese Angabe wieder gemacht. Wollen Sie dieses vorbereitete Dokument als Vorlage abspeichern, ändern Sie die Textbestandteile wie beispielsweise die Absenderadresse und die Grußformel vorher wunschgemäß ab. Sind Sie fertig, klicken Sie auf Datei, Speichern unter. Im Dialog Speichern unter stellen Sie den Dateityp um auf Textdokumentvorlage und vergeben im Anschluss einen Namen. Hier im Beispiel Mein DIN-Brief. Stellen Sie dann den Speicherort für die Vorlage ein. Hier im Beispiel belassen wir den Speicherort Desktop. Klicken Sie auf Speichern.
Schließen Sie die Vorlage. Klicken Sie dann im linken angezeigten Bereich auf Vorlagen, Vorlagen verwalten und importieren die gerade erstellte Vorlage in den Vorlagenmanager. Wollen Sie die Vorlage zukünftig regelmäßig nutzen, aktivieren Sie diese für die standardmäßige Benutzung. Das funktioniert über den Rechtsklick auf die Vorlage und Wahl des Befehles als Standard setzen. Klicken Sie dann auf Abbrechen und danach auf Writer Textdokument. Eine Kopie der Vorlage wird geladen. Sie können nun diese Vorlage bearbeiten und speichern. Beim nächsten neu erstellten Dokument können Sie wieder individuell den neuen Brief erfassen und speichern. Auf diese Weise können Sie x-beliebig viele Briefe auf Basis der Dokumentvorlage erzeugen.